Aber von all den negativen Themen gibt es auch ein paar positive, wie ich finde zumindest. Omikron, halb so wild, wie man anfangs gedacht hat. Ja, hochinfektiös, aber inzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass das wesentlich weniger gefährlich ist als das, was wir bisher hatten. Dass also die ganzen Horrormeldungen, die viele, ja, ich sag mal Lauterbach Ultras oder Jens Spahn Experten an die Wand gemalt haben. Ich erinnere an Triage, wir werden die Menschen sterben lassen müssen. Spahn geimpft, genesen, gestorben, was anderes wird es nicht mehr geben. Ja, das hat sich Gott sei Dank so nicht bewahrheitet. Die Krankenhäuser schaufeln nicht die Toten nach draußen. Wir sehen überall, wo Omikron sich verbreitet, dass die Zahlen, dass sie wesentlich entspannter sind. Das hat viel, viel mehr tatsächlich jetzt gemein mit dem, was man früher als Grippewelle hatte, als was wir noch vor einem Jahr an Corona-Situation hatten. Und von daher gibt es jetzt immer mehr, die sich Gott sei Dank jetzt auch wieder drehen, die ihre Meinung ändern, was das Thema Impfpflicht angeht. Ne? Also selbst Gabor Steingart, also jetzt ganz laut in seinem Morning Briefing, und da sage ich nur, hey, super, klasse, 5 Gründe, warum die Impfpflicht falsch ist. Selbst Söders rudert zurück, ja, der ja auch ein Hardcore-Mann ist und sagt, nein, ich bin jetzt da nicht mehr so sicher. Österreich, die ist ja schon verabschiedet haben, die Impfpflicht, verschieben sie aus technischen Gründen, weil sie merken, wir kommen damit nicht mehr klar. Das Narrativ dreht sich, die Stimmung der Bevölkerung dreht sich, das können wir nicht mehr verkaufen, was wir hier erzählt haben. Und das ist erstmal ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir wieder mehr ein bisschen in rationale, respektvollere Weise gehen, die Menschen nicht so sehr unter Druck zu setzen, nicht zu stigmatisieren, nicht zu Kriminellen zu bezeichnen, nur weil sie ihrem freien Willen folgen und Dinge einschätzen. Ganz egal, wie man dazu stehen mag, einfach diesen rationaleren Blick drauf, einen respektvolleren Blick darauf. Und das ist meine Hoffnung, dass wir es schaffen, im Laufe des Jahres vielleicht mit einer deutlich entspannteren Corona-Situation, mit einem deutlich abgeschwächteren endemischen Virus, wie es so schön heißt, das sich ja an den Menschen anpasst. Das Virus will ja nicht töten, sondern es will ja möglichst überleben. Das nutzt ihm ja nichts, wenn es seinen Wirt umbringt. Also ein Virus, das sich idealerweise etwas anpasst und damit abschwächt, dass wir damit vielleicht den Druck aus der gesellschaftlichen Diskussion etwas rausbekommen und damit auch wieder in etwas entspannteres Fahrwasser auch im Umgang miteinander kommen. Das ist meine große Hoffnung für 2022. Viel, viel wichtiger übrigens als die Börsenthemen ist dieses Thema.